Südländer ersticht 19-jährige Ex-Freundin. Motiv für die Bluttat wahrscheinlich gekränkte Ehre. Hamburg. Am Montagnachmittag wurde an der Robert-Schumann-Brücke eine 19-Jährige von ihrem Ex-Freund niedergestochen. Der 18-jährige Täter stach mehrfach auf die junge Frau ein. Sie erlitt mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich. Zeugen entdeckten die stark blutende Frau gegen 17 Uhr in der Unterführung und alarmierten die Polizei. Als Polizei und Notarzt am Tatort eintreffen, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Die junge Frau liegt blutüberströmt in der Fußgängerunterführung. Verzweifelt kämpften die Rettungskräfte um das Leben der Frau. Sie sollte mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht und dort notoperiert werden. Ihre Verletzungen waren jedoch zu schwer. Sie stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Täter befand sich beim Eintreffen der Polizei noch am Tatort. Er hatte sich bei dem Messerangriff selbst verletzt, hat Schnittwunden an den Händen. Neben dem Tatverdächtigen lag ein Messer, welches als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige wurde ebenfalls vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gefahren. Anschließend wurde er festgenommen. Motiv der Bluttat war wahrscheinlich die gekränkte Ehre des südländischen Täters. Die junge Frau hatte sich vor einiger Zeit von dem Südländer getrennt. Dieser wollte sich scheinbar mit der Trennung nicht abfinden.